Heute machen wir grüne Ravioli mit einer Kürbisfüllung. Hallo, ich bin Rupert von Ich bin glücklich. Mir geht's genauso vielleicht wie dir auch. Ich bin ein leidenschaftlicher Pasta-Fan. Und deshalb habe ich ganz speziell für das heutige Rezept eine neue Rezeptur für einen Nudelteig entwickelt. Aktuell haben wir ja auch Spinatsaison und nachdem er so nach Farbe heute war, habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal einen grünen Nudelteig und machen daraus Ravioli. Ich weiß, die meisten scheuen sich, vielleicht du auch, die sagen, ja, aber das ist ja so aufwendig, das ist so schwierig, das haut nicht hin. Und ich habe mir da heute mal diese Gedanken zu Herzen genommen und mache jetzt für dich ein Schritt-für-Schritt-Video, wo du es ganz einfach und gelingsicher nachmachen kannst. So eine Ravioli schmeckt natürlich mit einer Füllung besser, denn sonst wäre es ja einfach nur eine gekochte Nudel. Und da war die Überlegung, was füllen wir denn? Kürbis ist ja aktuell ebenfalls in der Saison und es gibt ja verschiedene Versionen mittlerweile von Kürbis. Für das heutige Rezept habe ich mich speziell für den Hokkaido entschieden. Den habe ich ein bisschen mit ein paar anderen Aromaten, Gewürze noch ein bisschen aufbereitet, um die Nudeln oder die Ravioli entsprechend füllen zu können. Wie wir das Ganze jetzt alles genau machen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam in der Küche an. Für unseren grünen Nudelteig brauchen wir 2 Eier, 2 Teelöffel Olivenöl, eine Prise Muskatnuss, einen Teelöffel Salz, 100 ml Wasser, 300 Gramm Dinkelvollkornmehl, 100 Gramm Dinkelmehl 10,50, 100 Gramm frischen Spinat, küchenfertig vorbereitet und einen Viertel Teelöffel Kurkuma. Für die Kürbisfüllung brauchen wir 350 Gramm Hokkaido-Kürbis, 50 Gramm Parmesan, 50 Gramm geröstete Cashewkerne, 2 Esslöffel Olivenöl, eine kleine Zwiebel oder entsprechend eine halbe große, eine Knoblauchzehe, eine Messerspitze Muskatnuss, einen Viertel Teelöffel Salz, 100 ml Wasser, einen Viertel Bund Dill, einen Spritzer Zitronensaft und einen Viertel Teelöffel gemahlenes Kurkuma. Weitere Zutaten, die benötigt werden, sind 60 Gramm Butter, etwas Kürbiskernöl, 1 bis 2 Esslöffel geröstete Kürbiskerne, einen Teelöffel Salz und 1,5 Liter Wasser. Starten für unseren Nudelteig tun wir mit dem Spinat. Und zwar, den gebe ich jetzt in den Topf. Gieß mit 100 ml Wasser auf. Legen jetzt deinen Deckel auf und lassen den Spinat so lange garen, bis er zusammengefallen ist. Den zusammengefallenen Spinat, den lassen wir jetzt ein bisschen abtropfen und dann geben wir ihn in einen Mixbecher. So schaut jetzt der abgetropfte Spinat aus. Das Einweichwasser habe ich nicht weggegeben, sondern aufgefangen, weil jetzt wiegen wir das Ganze mal. Und es sind 104 Gramm, das ist perfekt, weil für unseren Teig braucht man nämlich genau 100 Gramm. Wenn jetzt das nämlich zu wenig gewesen wäre, hätte man noch ein bisschen von der Kochflüssigkeit mit zugießen können. Das Ganze pürieren wir jetzt ganz fein. Wichtig ist jetzt, dass der Spinat so richtig fein ist, damit er sich dann auch wunderschön in den Nudelteig einarbeiten lässt. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen auskühlen und dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt für unseren Nudelteig.
Als nächstes geben wir das Dinkel-Vollkornmehl in eine Schüssel, geben das Dinkelmehl 10,50 dazu und geben jetzt den abgekühlten Spinat zu dem Mehl. Können wir das schon mal ein bisschen vorsichtig anfangen zu vermischen. Als nächstes gibt man einen Viertel Teelöffel Kurkuma dazu. Da kommen jetzt die 2 Teelöffel Olivenöl mit rein. Jetzt die Eier. Jetzt würzen wir das Ganze kräftig mit Muskatnuss. Und einen Teelöffel Salz. Alles vermischen wir jetzt und dann sehen wir jetzt, wie die Konsistenz vom Teig wird. Also das heißt, wenn er zu bröselig wird, müssen wir noch ein bisschen Flüssigkeit mit dazugeben. Und wenn er zu flüssig ist, dann wird einfach noch ein bisschen Mehl mit dazugegeben. Und am feinsten oder am besten kriegt man es hin, wenn man den Rest mit der Hand durchmischen. Weil damit kriegt man die beste Verbindung und auch Konsistenz vom Teig mit. Und man fühlt auch, wie sich der Teig anfühlt, ob man eben, wie schon gerade gesagt, noch irgendwas dazugeben darf. Der Teig ist fertig und natürlich kannst du für die Arbeit nicht auch gerne eine Küchenmaschine oder einen Knethaken verwenden. Ich selber mag es, wie gesagt, lieber mit der Hand, weil ich damit einfach den Teig besser fühlen kann und weiß, was wir noch brauchen. Den Teig decken wir mit einem feuchten Handtuch ab und stellen ihn auf die Seite und lassen ihn etwas ruhen. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Kürbisfüllung zu. Und dafür gebe ich in die heiße Pfanne das Olivenöl, geben den kleingewürfelten Kürbis dazu und lassen jetzt den ein bisschen anbraten. Geben den kleingehackten Knoblauch mit dazu. Und die kleingewürfelte Zwiebel.
Und die lassen wir jetzt kurz mit anbraten. Würzen das Ganze mit Muskat. Und so circa einem Viertel Teelöffel Salz. Ich reduziere jetzt die Hitze auf kleinste Stufe und lösche jetzt mit den 100 Milliliter Wasser ab. Geben jetzt noch unseren kleinen Kasten Dill mit dazu. Eine Prise Zitronensaft. Das heißt Prise, ein Spritzer Zitronensaft. Geben noch ein Viertel Teelöffel Kurkuma mit dazu. Legen jetzt den Deckel auf und dann lassen wir den Kürbis so lange kochen oder köcheln, bis das komplette Wasser verdampft ist. Und das wird so circa 5 bis 10 Minuten dauern. 10 Minuten sind bei mir rum. Der Kürbis hat wunderbar gegart. Das Wasser ist wunderbar aufgezogen und verdunstet. Und nun geben wir den Kürbis in den Mixbecher und pürieren ihn. Zwischenzeitlich während des Garvorgangs habe ich immer mal umgerührt, um zu gucken, ob auch noch genug Wasser drinnen war und eben ob der Kürbis auch vom Garpunkt passt. Den gegarten Kürbis habe ich umgefüllt und nun pürieren wir. Die Masse ist jetzt schön fein püriert und nun geben wir in das Püree noch unseren Parmesan und die gemahlenen Cashewkerne. Als erstes geben wir die gemahlene Cashewkerne dazu. Und noch den geriebenen Parmesan. Die beiden Sachen rühren wir jetzt noch gut ins Püree mit ein. Dann lassen wir es ein bisschen auskühlen und dann füllen wir unsere Ravioli. Fertig. Etwas von dem Nudelteig habe ich in der Zwischenzeit ausgerollt. Den Nudelteig kannst du wahlweise mit einem Nudelholz oder wenn du hast mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen. Und jetzt nehme ich meinen Ravioli-Maker. Das ist so wirklich ein wunderbares Teilchen. Wenn man den nämlich jetzt hier umdreht, setzen wir jetzt den an und stechen uns jetzt da Ravioli-Formen aus. So, jetzt lösen wir sie aus. Und können sie füllen. Und das ist wunderbar mit diesem Gerät. Und zwar nehme ich jetzt einfach
diesen Kreis, was wir uns da ausgestochen haben. Leg den auf die andere Seite von dem Ravioli-Maker. Gebe jetzt so, ja, ich sage jetzt mal einen Teelöffel von unserer Füllung in die Mitte rein. Und jetzt nehmen wir einfach oder klappen wir hier einfach den Ravioli-Maker zusammen, drücken das noch ein bisschen fest. Zack, und fertig haben wir eine schön gut gefüllte Ravioli. Und das machen wir jetzt auch noch mit den restlichen Teigrädern. In dem Topf habe ich 1,5 Liter Wasser gegeben, da einen Teelöffel Salz noch dazu und habe das einmal kräftig aufkochen lassen. Dann habe ich die Hitze auf kleinste Stufe reduziert, sodass das Wasser jetzt zwar heiß ist, aber eben nur noch so simmert. Und in dieses simmernde Wasser, da geben wir jetzt unsere gefüllten Ravioli rein. Und die lassen wir jetzt 3 Minuten in dem simmernden Wasser garen. Die Garzeit von 3 Minuten ist jetzt vorüber. Jetzt nehmen wir vorsichtig die Ravioli aus dem Wasser, geben sie hier auf einen Teller und dann schwenken wir sie anschließend jetzt noch mal ganz kurz in Butter. Ich habe jetzt in die Wokpfanne ein Stück Butter gegeben und da lassen wir jetzt unsere Ravioli noch mal ganz kurz drin schwenken. Das muss zwar nicht unbedingt sein, aber ich finde, dieses nochmal kurz Schwenken in der heißen Butter gibt einfach nochmal einen leckeren Geschmack. Da lassen wir jetzt die Ravioli noch mal so 1, 2 Minuten eben in der heißen Butter ein bisschen noch ziehen. Unsere Ravioli sind jetzt fertig und nun können wir sie anrichten und servieren. Ganz zum Schluss verfeinern wir jetzt das Ganze noch mit etwas Kürbiskernöl. Das träufeln wir jetzt halt einfach über unsere Ravioli und streuen noch ein paar geröstete Kürbiskerne darüber. Sieht das nicht lecker aus? Ich wünsche dir beim Nachkochen wie immer viel Spaß und viel Genuss. Lass es dir schmecken und guten Appetit! Wenn du genauso viel Spaß hattest, dieses Video anzusehen, wie ich beim Entwickeln und beim Kochen für den Rezept, würde ich mich riesig über dein Like freuen. Abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Kochen mit Rupert. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute und hab eine genussvolle und gelingsichere Zeit. Mach's gut. Ciao.